EDC-Pouch, das moderne Männerhandtäschchen. Da sollten wir mal drüber reden, oder? Heute schauen wir mal, was so eine EDC-Pouch ist und was ich in meinem Handtäschchen drin habe. Los geht's! Okay, modernes Männerhandtäschchen war vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir wissen ja schließlich alle, dass genau sowas hier eine moderne Männerhandtasche ist. So, ich glaube, Messenger-Taschen nennt man die. Und falls jemand meine erkannt hat, ja, das ist eine Wickeltasche. Bevor dass ich das erkläre, lasst mich bitte was anderes mal ansprechen. Nicht jeder Mensch braucht so eine Tasche. Bei mir ist es so, ich brauche die halt, es wird sicherlich auch andere Leute geben, die benötigen. Ich brauche die halt beruflich. Das heißt, ich muss meinen Laptop dabei haben, ich habe ein Tablet dabei, das Ladekabel. Dann ist es so, dass ich halt immer gern darauf achte, dass ich genügend trinke, also Wasser. Aber wenn wir schon mal beim Trinken sind, wunderschönes Geräusch. Ich mag halt nicht, dass ich die Plastikflasche mit mir rumschleppe. Das ist dann da drin. Also die macht schon Sinn. Wickeltaschen haben extrem viele Innentaschen. Also falls ihr mal was sucht, schaut mal bei Wickeltaschen. Da könnt ihr nichts falsch machen. Ja, hier habe ich alles Mögliche drin. Ordnung finde ich persönlich nicht unsexy. Und das täglich Rumschleppzeug, also so vom Taschenmesser über die Taschenlampe, was man halt so hat, möchte man natürlich auch irgendwie ein bisschen geordnet haben. Zumindest ist es bei mir so. Ich möchte es jetzt nicht in eine der Innentaschen so lose reinschmeißen und dafür gibt es eine EDC-Pouch. Das wäre so die Erklärung, warum überhaupt. Wie man die jetzt befüllt, das macht jeder anders. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Sachen, die er gerne dabei hat. Und ich denke mir halt, wenn ich schon so eine Tasche mit mir rumschleppe, also so ein großes Teil, dann kann ich doch auch, jetzt mache ich sie mal weg, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, dann kann ich doch auch sowas da reinmachen. Also wir gucken uns die gleich von oben jetzt nochmal an. Das ist jetzt meine EDC-Pouch. Normalerweise, wenn man so ein Video sieht, dann ist es ja so, dass die Leute eine EDC-Pouch dann rausholen, aufmachen und zeigen, was drin ist. Lasst es uns doch mal anders machen. Das Ding hier ist komplett leer und ich hole jetzt die Kamera von oben und dann befüllen wir die. So, da wäre sie, die Pouch. Ich bringe sie mal ein bisschen näher. Und zwar, die Firma nennt sich Tactical Geek. Und ich habe die tatsächlich über Amazon bestellt. Warum? Habt ihr mal versucht, über einen der großen Pouch-Hersteller eine zu bekommen? Die sitzen ja alle irgendwie in Amerika. Und dann, wenn du es von dort bestellst, mit Zoll und allem hin und her, kommst du weit über 100 Euro. Und dann ist es so, es gab erst vor 2-3 Tagen wieder einen Drop. Da gibt es dann irgendwie gefühlt 3 Stück und das war's. Ich verstehe das zwar, ja, das ist Handarbeit und so weiter und alles gut und in Ordnung, nur ich möchte halt irgendwann auch mal an eine kommen. Und ich finde die hier wirklich gut. Wenn man sich das mal anschaut, ich versuche das mal hier so, das hört man bestimmt, also das ist nicht nur genäht, sondern in den zwischen den Außenseiten ist noch mal was Festeres drin, so dass das halt wirklich was aushält. Und das finde ich dann richtig cool. Außen haben wir hier 2 Taschen. Hier haben wir Klettverschluss oder das Gegenstück zu Klettverschluss. Hier haben wir eine große Tasche und noch mal äußere Taschen. Innen mehr als genug. Hey, hier hinten ist was. Hier vorne haben wir 2 Taschen. Dann haben wir noch mal 3 Gummibänder. Hier gibt es eine hintere Tasche und nochmal vorne 2 Netztaschen. Langt voll und ganz aus. Und jetzt befüllen wir das ganze Ding mal gemeinsam. Ha? Fangen wir mal von außen an. Was kommt denn da außen drauf? Und da kommen wir als allererstes mal auf die Klettverschlussgeschichte zu sprechen. Es gibt einen absoluten Trend im Moment, da geht es um Patches. Das sind so kleine Gummipatches, könnte man sagen. Also im Endeffekt vorne
Gummi bzw. elastisch, Rückseite, Klettverschluss, das Gegenstück hierzu. Ranger Eyes nennt man die, die sind 1x1 Zoll groß, manchmal auch 1x2 Zoll, das ist so die Standardgrößen. Und da gibt es viele verschiedene coole Sachen. Ich habe tatsächlich auch ein paar da und die möchte ich gerne mal zeigen. Jetzt will ich mal versuchen, dass ich die alle hier so mit herbekomme. Und zwar, ich möchte die gerne mal so zeigen. Schauen wir mal. Ja, die kriegen wir doch alle mit drauf. Das allererste von denen, das ich gehabt habe jemals, war das hier. Und das hat mir der Paul Bernd tatsächlich geschenkt. Ich weiß nicht, ob der Paul meine Videos anschaut. Paul, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde es eine Ehre. Also ich habe das sehr gerne. Und soviel ich weiß, sind die auch von ihm designt, also vor allem die hier, die Periodentabelle mit Titanium Tuesday, Kiss My Brass und Kupfer für That Smell. Ich bringe euch die mal ein bisschen näher, dann kann man die sicherlich auch mal so betrachten. Ich finde, die sind ziemlich cool gemacht. Mir gefallen die. Ja, ich weiß, das ist eine ganze Industrie und da gibt es ganz viele. Ah, ich habe als Kind auch Aufkleber gesammelt. Ich meine, wer hat diese Heftchen nicht gehabt? Irgendwo sind die Teile cool. Ich persönlich habe noch so eine kleine Hemmschwelle. Das Mikata ist übrigens tatsächlich aus Mikata. Ich habe noch so eine kleine Hemmschwelle herzugehen und 50, 60, 70, 80 Dollar dafür auszugeben. Vielleicht überschreite ich die irgendwann. Vielleicht wird es auch mal irgendwie eine Geldanlage. Wer weiß. Im Moment finde ich die Teile cool. Das sind die, die ich habe. Und ja, selbstverständlich, das hier habe ich geschenkt bekommen, als ich im August die Knife Lounge besucht habe, weil da war ich ja in Hamburg. Und Knives and Coffee, das habe ich auch geschenkt bekommen. Und genau aus dem Grund, weil ich die drei Dinge geschenkt gekriegt habe, schreibe ich auch noch mal Werbung irgendwo rein, damit mir niemand einen Herzkasper kriegt. Ja? So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, weil ich konnte die Stimmen am Anfang schon so ein bisschen spüren, wie es dann hieß, boah, jetzt legt er die Olight-Taschenlampe dahin als Dekoration, das war auch mal besser und so weiter. Olight-Taschenlampen sind zwar sehr schön, aber die sind in allererster Linie nützlich. Und ich muss euch ja irgendwie zeigen, dass manche dieser Patches ja auch fluoreszierend sind. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier 300 Lumen draufhalten, dann müsste man halt alle eine halbe Stunde warten. Oder ich klatsche hier jetzt mal 7000 Lumen drauf. Boah, muss ja echt weggucken, ey. Und ich muss das ja irgendwie auch so machen, dass das auf der Kamera sichtbar ist. Und ich würde mal sagen, dass das jetzt langt. Jetzt schauen wir mal, ob es denn auch sichtbar ist. Und ich glaube, dass die Kamera das ziemlich schön aufnimmt und jetzt zeigen kann. Also der Patch und der Knives and Coffee ist fluoreszierend, wie man sehen kann. Ja, finde ich gigantisch. Machen wir sie mal dran. Wie habe ich die? Also, der hier bekommt einen eigenen Platz hier hin. So, auf der Seite, ich hätte es halt lieber gehabt, dass die größere Fläche auf der Vorderseite ist, aber man kann nicht alles haben. So, machen wir die mal drauf, so wie ich die habe. Und da kommt der Mikata hin, hier kommt Knives and Coffee hin, so. Und die Knife Lounge besucht zu haben, der Patch kommt hier hin. So, das ist die Außenseite meines EDC-Täschchens, meiner Pouch. Finde ich sehr praktisch. Was habe ich noch an der Außenseite? An der Außenseite habe ich dann noch einmal eine Pry-Bar. Und zwar die, ich hatte ja ein Video über die Pry-Bars gemacht, da habe ich die alle vorgestellt. Also diese Pry-Bar hier ist außen. Das ist die gebogene. Die Dinger kosten ein paar Euro. Die sind aus D9-Stahl, ist ein Werkzeugstahl. Die gebogene, finde ich, ist irgendwie praktischer als die gerade, jetzt wo ich sie alle in Benutzung habe. Allerdings kommt die nicht so rum, sodass die Biegung nach außen ist, sondern die kommt so rum hier rein. Die bleibt dann auch da. Also die hält sehr gut. Was habe ich noch auf der Seite draußen an der Tasche? Das originale TPT, das Titanium Pocket Tool. Ich finde das Ding immer noch absolut tauglich, nützlich. Ich benutze das oft. Habe jetzt letztens erst wieder einen Kommentar von jemandem bekommen, der es nicht verstanden hat. Das ist aber nicht schlimm. Das muss man ja nicht verstehen. Das ist ja das Schöne an dem Hobby. Der eine mag das, der andere das.
Ich finde es absolut klasse. Selbst diese Pommesgabel, die hier hinten ist, selbst die hat tatsächlich schon mal Anklang gefunden. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin ja immer mit meinem Sohnemann unterwegs. Und die Sachen, also die Gabeln, die sahen alles andere als hygienisch aus da. Und da habe ich das Ding tatsächlich mal funktioniert. Ich hätte nicht benutzt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber es funktioniert. Und das hier mit der Ersatzklinge, übrigens, dass die Klinge hier nicht schneidet, das habe ich schon mal erwähnt, finde ich ganz praktisch. Der Kleine ist 4, weißt du, da kannst du dem das ruhig mal in die Hand geben, da brauchst du dir keine Sorgen machen. So, das kommt hier hin. Und das wäre die eine Außenseite. Auf der anderen, da kommt tatsächlich nichts rein. Fangen wir mal innen an. Was lebt denn da drinnen? Also hier hinten in der Rückseite. Vielen Dank, Yvonne, für die Plaster. Eine gewisse Grobmotorik zeugt von Männlichkeit. Und die leben hier, weil ein Pflaster brauche ich tatsächlich ab und zu mal. Nicht nur für mich, auch für den Kleinen. Selbst wenn er keine offene Wunde, sagt man dazu, hat. Für ein Kind ist es manchmal gar nicht mal so schlecht, wenn man doch Interesse am Wehwehchen zeigt und sagt, wir machen da jetzt ein Pflaster drauf. Kannst du dich noch erinnern, als wir in Hamburg waren? Die Pflaster sind von da, da geht es dir gleich besser. Und es funktioniert wirklich gut. Was ich für mich dabei habe, ich kämpfe ab und zu mal wirklich mit Kopfschmerzen. Wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, dann ist irgendwann auch mal Oberkante, Unterlippe. Und ich bin jemand, der Tabletten nimmt, wenn sie nötig sind. Ich weiß, Kopfschmerzen sind Gefühle und Gefühle können unterdrückt werden. Ist mir schon alles klar. Aber Kopfschmerztablette ist so essentiell, muss ich dabei haben. Und das kommt hier in die Mitte. Da gibt es auch einen Grund für. Weil, jetzt gucken wir mal, was hier auf der rechten Seite lebt. Und zwar ist es mein Tinker Deluxe oder Deluxe Tinker mit den Mikata-Schalen, mit den schwarzen. Warum das Tinker? Ich mag diese Zange, die kann viel mehr, als man denkt. Was hat das Tinker Deluxe? Gehen wir es mal schnell durch. Also wir haben die Zange, wir haben die zwei üblichen Verdächtigen, ne? Die kennt man ja. Dosenöffner, Flaschenöffner, Schraubendreher, Kratzer und so weiter. Dann haben wir eine Schere, die beste Schere, die es eigentlich gibt in einem Multitool. Das ist die von Victorinox, zumindest ist das meine Meinung. Dann haben wir kleine Klinge und große Klinge, die man mal hätte sauber machen können. Also man sieht, ab und zu wird es auch benutzt. Rückseite, Schraubendreher, daher Tinker, ist ja klar. Ne? Beim Tinker ist immer der Schraubendreher dran. Die Stech- und Bohrahle und was der Hammer ist, ich habe tatsächlich letztens diesen Parcel-Hook benutzt. Der ist dafür da, dass wenn du ein Paket hast mit Paketschnur, da gehst du so drum und dann kannst du das tragen damit. Und ich habe ihn letztens tatsächlich benutzt. Also hat das schon mal Sinn gemacht. Das lebt hier auf der Seite. Dann, und jetzt wird irgendjemand sagen, das ist ja genau dasselbe, warum hast du es zweimal? Ja, nicht ganz. Also die Zange hier kann doch ein bisschen mehr. Ja, das Leatherman Bond lebt hier. Leatherman Bond habe ich ein ganzes Video zu gemacht, ein absolut 42A-konformes Multitool, weil halt hier nichts verriegelt. Und sowieso, du müsstest das öffnen, aber jetzt 42A werden wir uns jetzt nicht unterhalten. So, das kommt auf diese Seite. Und jetzt haben wir natürlich in der Mitte hier die Tabletten. Das funktioniert super. Jetzt brauche ich auch noch was zum Schreiben. Und zum Schreiben wirklich klassisch, weil das wird sehr selten verwendet werden. Deswegen Fischer Space Pen. Fischer Space Pen schreibt eigentlich immer. Also ist mir noch nicht passiert, dass er mal nicht geschrieben hat. Und der passt hier wunderbar rein. Zum Leatherman Bond, zum Multitool, habe ich jetzt natürlich auch noch den Bit-Aufsatz. Den finde ich sehr praktisch. Ist übrigens noch ein T6er und ein T8er hier. Falls ich mal irgendwas in der Richtung machen muss, habe ich auch dabei. Und das lebt hier auf der hinteren Seite. Was gibt's noch? Zwei Sachen fehlen noch. Ein Sippo-Feuerzeug. Sippo-Feuerzeug, ich rauche seit 10 Jahren jetzt nicht mehr ungefähr. Bisschen mehr, bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, ein Feuerzeug kann man sicherlich mal gebrauchen. Ich habe jetzt hier den Einsatz ausgewechselt, weil beim Rauchen habe ich es immer gemocht mit dem Sippo. Das hat so einen gewissen Geschmack, wenn du Zigarette mit dem Sippo anmachst. Oh Gott, ist das ewig her.
Allerdings trocknet das sehr schnell aus und das hier nicht. Das ist ein ganz normaler Gaseinsatz. Ich versuche das mal in die Kamera zu bringen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Du kannst beim Sippo immer das Alter bestimmen. Links von dem Sippo-Schriftzug hast du einen Buchstaben und rechts hast du eine Zahl. Hier ist der Buchstabe L, das wäre der 12. Buchstabe des Alphabets, also wäre das der Dezember und die Zahl ist die 06. Also ist dieses Sippo vom Dezember 06. Ist eigentlich sehr jung. Ich habe noch so eins, das ist ja das schlichteste Sippo, das es gibt. Beziehungsweise ich kann es leider nicht mehr finden, aber da ist schon, da kommt schon die ganze Farbe ab. Du siehst das Messing unten drunter, also das ist schon sehr cool, aber ich finde es leider nicht mehr. Dezember 06. Das lebt dann hier. Und jetzt ist nur noch ein Fach frei. Und was ist in diesem Fach? Ich bring's euch mal näher. Das ist ein Chip, ein Casino-Chip vom 115-jährigen Bestehen von Harley-Davidson. Und hier hinten haben wir Las Vegas dran. Das habe ich 2018 gekauft. Die Teile sind wohl limitiert. Und zwar habe ich das gekauft in Las Vegas. Vom Las Vegas Harley-Davidson Store, der ist auf der Link-Promenade. Also Vegas, du hast diesen High-Roller, dieses große Riesenrad. Das ist eine Promenade, da dürfen keine Autos fahren. Das heißt, du hast auf der einen Seite das Caesars Palace. Du gehst über die Straße und bist direkt in dieser Promenade. Da kann man auch mit so einer Highline durchdüsen, wenn man möchte. Ging nicht, meine Frau war hochschwanger, als wir das letzte Mal da waren. Und diese Promenade endet an diesem High Roller, an diesem großen Riesenrad. Und auf dieser Promenade befindet sich der Harley-Davidson Store. Und das war halt wirklich so ein toller Urlaub, ein tolles Erlebnis. Wir sind danach nach Vegas, nach L.A., dann New Jersey, New York. Also war schon ein ziemlich toller Urlaub. Und ich habe das Ding einfach dabei als Glücksbringer. Brauche ich nicht, hat keine Anwendung, ist nicht notwendig, aber irgendwo tut es gut, es dabei zu haben. Und das ist dann meine Pouch. Wenn nicht eine Sache noch fehlen würde, und zwar muss da natürlich auch ein Henk rein. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Ja, das sind alles Henks, Infinite Design Henks. Ich finde eigentlich, das hier oben liegt, ist sehr schön. Das ist eins meiner neueren. Übrigens, wenn ihr mal ein schönes Henk braucht, ich mag die Henks von Infinite Design. Die Andrea macht da so einen tollen Job. Ich versuche das mal so zu zeigen. Wirklich eine ganz tolle Sache. Und das Henk ist hier nochmal mit drinnen, weil nicht nur mein Kind zwingt mich dazu, ab und zu mal was wegwischen zu müssen. Mensch, ich glaube, ich brauche mal einen Schluck Whisky, oder? Auch ich bin manchmal ein klein wenig tollpatschig. Und das hier ist jetzt meine EDC-Pouch. So sieht sie aus. Ja, die hat ein gewisses Gewicht, das stimmt. Ja, finde ich richtig klasse. Ja, ich weiß, ich soll nochmal die Taschenlampe draufhalten. Okay, dann halte ich sie nochmal drauf. Boah, darfst du echt nicht reinschauen, ey. Jesus. So, und jetzt drehen wir es auch nochmal um, damit der Knives and Coffee auch nochmal ein bisschen Saft abbekommt. So, also das hier ist meine EDC-Pouch. Ich finde, das ist eine tolle, tolle Sache. Muss ich das alles immer dabei haben? Bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass man es dabei haben müsste, aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, oder wie war das? Ich habe halt so viel Platz in der Tasche und wenn ich sowieso schon eine Tasche mit dabei habe, warum nicht? Es soll jeder so handhaben, wie er möchte. Ich habe vieles davon tatsächlich schon gebraucht, aber wie mit vielen anderen Sachen, du merkst erst, dass du was brauchst, wenn du es dabei hast. Es ist definitiv eine Erleichterung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt viel zu entdecken und ich würde mich wirklich freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, ich bereite ja so ein paar Sachen vor. Ich habe heute erst zwei Messer nochmal bestellt. Auch ein Double D-Tent dabei von Ostapel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Man weiß ja, wie ich zu Double D-Tents stehe. Ich finde die ja richtig klasse. Also
Ich habe einiges im Vorlauf und ich freue mich schon, die Videos zu machen. Ich muss nur die Zeit finden. Aber wisst ihr, das ist gar nicht mal so wichtig. Wisst ihr, was wichtig ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. So, dann kommt jetzt mein Männerhandtäschchen in meine große Männerhandtasche. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Chihuahua, habe ich so das Gefühl. Ja.